Schönen guten Morgen. Hinter mir seht ihr wieder die Eismeerkathedrale und wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz und laufen jetzt mal über diese große Brücke in die Innenstadt rein. Der Parkplatz hier hat den Vorteil, der kostet nichts. Der hat den Nachteil, man darf nur 4 Stunden parken. Jetzt habe ich mal die Parkuhr vorne in die Scheibe gelegt. Aber ich glaube nicht, dass das jemand kontrolliert. Und 4 Stunden sollten eigentlich auch genügen. Inklusive dem Weg über die Brücke. Der wird sich ungefähr, ja, ich denke so im Rahmen von einer Viertelstunde bewegen. Ja, und der Campingplatz hier in Tromsø, der ist wirklich gut. Kann man nichts gegen sagen. Vielleicht ein bisschen nicht so romantisch, wie man das sonst hat auf den Campingplätzen hier in Norwegen. Ist halt ein Stadtcampingplatz, aber wirklich insgesamt ein sehr gutes Bild. Und wir sind schon auf der anderen Seite von der Kirche und an der Brücke. Da laufen wir jetzt drüber. Linke Seite Fußgänger, rechte Seite Radfahrer. Die Brücke ist jetzt sicher nicht die allereleganteste, aber doch auch ein Wahrzeichen. Und hier hat man natürlich einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Da die Brücke doch eine recht beachtliche Höhe hat, übernimmt sie gerade noch die Funktion des Aussichtsturms. Wir nähern uns dem Zentrum. Schön sind die alten Holzhäuser, die hier noch stehen. Die 3 Häuser hier hätten jetzt, glaube ich, nicht sein müssen. Die machen ganz schön was kaputt. Aber wir können ja zur anderen Seite schauen. Da sieht es dann doch wieder besser aus. My world.
Tiny House kannte man auch schon früher, glaube ich. Über die Brücke geht es jetzt wieder zurück von der Insel runter aufs Festland zum Moski. Und wir behalten Tromsø als ganz hübsche Stadt in Erinnerung. Muss man also sagen, wenn man hier oben ist, Tromsø absolut mal zu empfehlen, wer eine Stadt sehen möchte. Wir wollen ja Richtung Senja und jetzt habe ich mal in Anbetracht des fortgeschrittenen Tages ein Ziel eingegeben, das relativ nahe liegt. Ein Plätzchen im Wald. Und ja, das schauen wir uns mal an. Und wenn uns das nicht gefällt, dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Führt so leicht südöstlich die Route. Wir sind angekommen in der Nähe vom Ort Bardufoss, der auch einen recht großen Militärflugplatz hat. Der eigentliche Parkplatz von Park 4Night, der ist schon besetzt gewesen. Da steht ein deutscher Camper. Und darum sind wir noch ein bisschen weiter gefahren und stehen jetzt so ein bisschen hier unter der Hochspannung. Naja, so 20, 30 Meter weg von der Hochspannung. Es witzelt ein bisschen da oben, aber der Oski ist ja aus Blech, der wird das schon ein bisschen abschirmen. Wenn wir morgen früh Kopfschmerzen haben, dann wissen wir sonst wenigstens wovon. So, Plätzchen ist ganz schön hier. Ich könnte vielleicht auch noch weiterfahren, aber ich denke, man wird sich von dieser Stromtrasse hier nicht groß wegbewegen. Naja, wir gucken einfach in die andere Richtung, dann ist es gut. Dann haben wir drüben auf der anderen Talseite dort hinten noch die E6 mit ihrem Verkehrslärm. Die ist wirklich recht laut. Und die ganzen Plätze auf Park 4Night, die sind entlang der E6. Und irgendwie, naja, wahrscheinlich wird es nachts gehen, aber es ist dann auch nicht so toll, wenn da morgens um 6 schon die ersten durchpreschen mit ihren Autos und Lastwagen. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Wir sind jetzt schon leicht südlich zur Einfahrt zur Insel Senja. Wir müssen also morgen nochmal ungefähr 15 Kilometer wieder zurückfahren. Ja, das haben wir jetzt einfach so gemacht, weil es auf dem Weg dorthin nicht so speziell prickelnde Plätze gibt. Auf die Insel Senja führt dann eben eine Brücke, die Fährverbindung von Tromsø, die ist ja leider eingestellt inzwischen, also eingestellt für diese Saison. Drum fahren wir über die Brücke auf die Insel drauf und über diese Brücke dann auch wieder runter und dann müssen wir zu den Lofoten auch wieder einen recht großen Bogen fahren, weil die Fährverbindung von Senja zu den Lofoten nach Andenes eben auch nur bis Anfang September fährt.